So, hallöchen, liebe Freunde. Hallo wieder mal. Live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Peru Place. Ich bin der Peru. Ich habe heute frei und ich dachte, komm, hau doch mal ein Bonus-Stream raus. Und da wir alle ziemlich momentan heiß sind auf dem Fernbus-Simulator, trotz der Fehler, die noch drin sind, versuchen wir das Beste draus zu machen und zu fahren und natürlich so viel wie möglich von der Karte aufzudecken, damit es dann auch vorangeht, wenn hoffentlich in der nächsten Woche der heiß ersehnte Patch kommt, der die ganzen, ich sag mal, untertrieben Kindheitskrankheiten da raushaut. Ne? Gut, wir werden heute mal ein bisschen ins Ausland fahren, ne? Mal so ein bisschen die Strecke mal erweitern. Und ich habe uns da eine schöne Strecke rausgesucht, aber ich glaube, ihr braucht erstmal ein Bild, ne? Wäre nicht schlecht. Guti, dann holen wir doch mal unser schönes Flixbus-Overlay hier hervor. Un momento. So, das ist übrigens auch hier wieder jetzt eine Strecke, die es tatsächlich gibt. Ich weiß gar nicht, welche Linie das ist. Müssen wir gleich jetzt mal gucken. Bevor wir loslegen, bevor ich es vergesse. Leute, natürlich wie immer, ich habe schon gesehen, es sind wieder welche dazugekommen. Danke für eure Follows bzw. Abos. Egal, wo das ist, ob das auf YouTube ist oder jetzt hier auf Twitch. Ich freue mich sehr und ja, vielleicht schaffen wir das tatsächlich, dass wir auf YouTube mal auf die 1000 Follower kommen, auf die 1K. Dann machen wir ein großes Special. Würde mich sehr freuen, wenn wir das zusammen hinbekommen. Ne? Gut, das nur mal so nebenbei. So, wir sind mittendrin im Game. Ihr seht schon die Strecke, die ich uns auserkoren habe. Das ist die Strecke Berlin-Amsterdam. Hier muss ich gleich noch ein paar Notizen machen, weil ich glaube, ich kann mir die ganze Station nicht merken beim Einchecken nachher. Wir fahren über den Berliner Zopp. Ach, ist gar nicht so viel hier, ne? Wir fahren über Berlin, Hannover, Busbahnhof, Osnabrück und dann geht's schon gleich weiter nach Amsterdam. Ne? Blumen kaufen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Gut, das ist unsere Strecke. Die werden wir fahren, wie immer natürlich im realistischen Fahrstil, soweit ich das hinkriege. Ihr wisst, ich bin da manchmal so ein bisschen Abelatsch in der Birne. Ne? So, wieso hat er uns jetzt die Strecke wieder rausgehauen? Moment. Berlin, Amsterdam, da ist er. So. So, realistisch. Ich glaube, es gibt ja sogar eine niederländische Lackierung hier, diese Jubiläumslackierung. Die würde ja jetzt passen. Jetzt warte mal kurz. Anniversary, France, Italie, Netherlands. Jawohl. Passt doch wie die Faust aufs Auge hier. Wunderbar. Ist gekauft. Nehmen wir. So, wir nehmen den heutigen Tag. Ich habe das mal einfach so jetzt übernommen. Aus dem System. Aber wir fahren morgens los, damit wir noch ein bisschen Tageslicht haben. Ne? Besser ist das. Guti, dann würde ich sagen, ab dafür. Und nicht vergessen, wenn ihr hier Spaß habt, lasst gerne ein Like oder Follow da. Vielleicht sogar ein Abo. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Würde aber helfen. Ihr wisst Bescheid. So, wir werden auch hier natürlich heute wieder, wie gewohnt, ich sag's immer wieder, damit ihr Bescheid wisst, keine Rast einlegen, da wir es ja auf der Konsole spielen, also in dem Fall hier auf der Xbox Series S, also der Konsolenversion, können wir aktuell keine Rast machen, weil, ja, können schon, bloß es bringt uns nichts, wir können die Passagiere danach nicht mehr einchecken, das heißt, wir kriegen dann für die Fortsetzung der Tour keine EPs mehr, oder XPs, wie auch immer, das bringt uns nichts, ne, also lassen wir die einfach weg. Und nehmen die Minuspunkte einfach mal so in Kauf. So, jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken, was wir hier so alles... Achso, wir müssen das mit der Kiste anschmeißen jetzt. So, zack. Abblendlicht, das passt alles. Die Bremse können wir auch schon mal rausnehmen. Heizung ganz wichtig, ne? Ist noch früher in deutschen Landen, habe ich mir sagen lassen, es ist noch ein bisschen kühl bei euch. Also machen wir die auch an. So, hier, zack. So, und jetzt hier ganzen Servicebereich, alles an. Bäm, da ist unsere Strecke. Moin Diana, ich grüße dich. Hallo und herzlich willkommen bei... Ja, hier ist ja noch keiner da. Ja, wir machen heute eine schöne Tour, wieder eine reale Strecke vom Flixbus. Nämlich von Berlin nach Amsterdam. Eine echte Flixbus-Strecke. Und ja, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir uns hier so ein bisschen in den Verkehr reinmogeln. Ich hoffe, es geht dir gut, Diana.
Junge, hier komm, jetzt fahr zu hier. Ich muss zum Bahnhof. Zum Busbahnhof. Junge, Junge, ich versuche mich mal hier so ein bisschen reinzuschmuggeln. Die sind hartnäckig hier, die Jungs. Ich glaube, ich mache mal das Fahrerlicht an hier. Wo ist es, das Fahrerlicht, das Fahrerlicht, das Fahrerlicht, Fernlicht? Wir hatten doch hier noch ein Fahrerlicht. Da, okay. Ist noch ein bisschen dunkel hier. Also ich muss gleich versuchen, mich irgendwie da reinzudrängeln, weil sonst sehe ich da kein Land hier. Guck mal, da steht schon hier die nächste Bagage bereit. Ah, haben wir uns Deluxe reingedrängelt hier, ne? Manchmal muss man ein bisschen unverschämt sein, weil sonst man kommt hier nicht weg in Berlin. Ja, Großstadtverkehr hier, ne? So, da sind wir. Wunderschöne Lackierung. Gut, jetzt sieht man es hinter Dunkelheit nicht so doll. Das ist schön. Ja, man macht sich ja immer ein bisschen Gedanken, ne? Da fragt man immer wieder nach. Aber freut mich, dass es dir gut geht. Das hört man ja auch nicht immer so viel von dir, ne? Meistens nur Moin. Wenn ich weiß, kommt Moin, ist meistens Diana. So, wir fahren natürlich, ihr habt es gesehen, in unserem wunderschönen Neoplan-Bus. Mit DLCs wird das ja noch ein bisschen dauern, wie der liebe Fabian Bullis uns im Video zum bevorstehenden Patch verraten hat. Hat man die, und das habe ich mir auch gedacht, und das ist wahrscheinlich auch die einzig richtige Lösung, die DLCs erstmal zurückgestellt. Macht ja auch keinen Sinn, bevor das Ding jetzt hier hundertprozentig funktioniert. Ausnahmsweise habt ihr es nochmal eingesehen. Also auf weitere Busse werden wir dann nochmal ein bisschen warten müssen. Aber das finde ich ganz okay. Also, ne, das Gameplay hat Vorrang. Definitiv. Oh Leute, hier geht aber auch gar nichts, ne? Na, ich bleib mal in der Außenansicht. Ah, jetzt wird grün. Okay. Ich habe mir schon gerade Zettel und Stift zurechtgelegt, so gerade bei längeren Strecken, dass du die ich halte nicht immer alle die Haltestellen im Kopf, dass du beim Einchecken keinen übersiehst. Das sind nur 4 Haltestellen bis Amsterdam. Hätte ich mir sparen können hier. Ja, unsere Strecke führt uns von Berlin über Hannover und Osnabrück direkt nach Amsterdam. Wie gesagt, eine reale Flixbus-Strecke, die wir hier fahren. Inwieweit die Streckenplanung hier jetzt wirklich 1:1 übereinstimmt, mag ich bezweifeln. Aber ja, wir fahren. Darum geht's. So, ich bin mal so ein bisschen hier in der Kurve stehen, dass ich noch... Ja, so kann ich noch die Ampel sehen. Man sitzt ja so tief beim Neoplan, ne? Da musst du mal ein bisschen gucken, wie du zum Stehen kommst, dass die Ampel nicht abgedeckt ist. Ich will dafür nicht immer in die Außenansicht wechseln. Ich habe mir jetzt mal angewöhnt mittlerweile so entweder Spotify oder Live-Radio, ist noch geiler, laufen zu lassen hier. So mit Verkehrsbericht und so, ne? Also noch näher ans Original kommt ihr nicht, ne? Ja, das hier im Menü sichtbare Radio war ja sowieso nicht funktionabel. Das wird jetzt im nächsten Patch, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, auch rausgenommen. Aus urheberrechtlichen Gründen.
Gut. Also, wir kennen ja diese spielinternen Radios, das ist eigentlich nie so wirklich der Burner. Insofern, ich hab's gar nicht erst gefunden, also vermisse ich's auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mag's lieber, mit meiner eigenen Musik zu fahren oder wie gesagt, Live-Radio laufen zu lassen. Also eigentlich am liebsten Live-Radio, ne? Also wie, na so richtig hier, ne, fährst du 1:1, stellst die aktuelle Uhrzeit ein, Systemuhrzeit, machst Radio an und dann hast du live, ja, mehr oder weniger, Verkehrsberichte auch noch. Das ist schon cool. So, dann mal los. Ich glaube, wir werden ein bisschen Verspätung am Busbahnhof haben. Aber es hilft ja nichts, ne? Wenn der Verkehr wieder so ist, wie er ist, dann wird es mal ein paar Minuten später. So ist das mal. Ich weiß noch tatsächlich, ich habe auch mal tatsächlich auf dem Fixbus fast 2 Stunden warten müssen. Also rein wegen Verkehr, ne? Ach, du liebes Lieschen. Und es war arschkalt. Ich wollte damit nur sagen, also es ist wirklich nichts Ungewöhnliches, dass du mit einem Fixbus mal Verspätung hast. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber ich glaube auch nicht viel besser. So. Ja. Die Ankunftszeit kriegen wir, glaube ich, gerade eben so hin. Es ist 6.53 Uhr. 7 Uhr ist Ankunftszeit. Haben wir doch noch. Knapp, aber wir haben es hingekriegt. So, da stehen schon unsere Kandidaten hier. So, dann wollen wir die mal schnell einchecken. Und dann machen wir uns auch gleich ganz fix auf die Tour. So, machen wir die Bremse hier rein. Nicht, dass wir hier wegrollen oder solche Scherze. Das muss nicht sein. So. Moin. Jetzt sind wir ja wirklich punktpünktlich hier am Busbahnhof. So, Hallöchen. Wohin darf's gehen? Hannover ist auf der Liste, ist okay. So, weiter. Amsterdam, jawohl. Einsteigen bitte. Amsterdam, jawohl. Osnabrück, jawohl. Amsterdam. Hannover. Bis jetzt alle richtig hier. So, was mit dir? Auch nach Amsterdam. Hannover. So, wo willst du denn hier hin? Hast kein Ticket oder was? Kann wohl nicht sein. Will nach Osnabrück. Na gut. Ach so, die Passagiere kriegen auch wieder Stimmen angeblich. Mit einem der nächsten Updates. In der PC-Version sprechen sie ja auch mit dir. Das soll es wieder geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem Patch schon kommt oder später. Wie gesagt, man konzentriert sich jetzt mal so auf die wichtigen Sachen. Aber das finde ich schon ganz nett. Wenn ich so mal Bitte und Danke sagen, wäre das schon ganz nett. So, Hannover, jawohl. Haben wir dann alle? Lass mal gucken. Ja, steht keine mehr dumm rum. Das ist gut. Bin gespannt, wie die Abfahrtzeit gleich aussieht. So. Oh, da kommt schon schön. Guck mal, sieht es nicht schön aus. Die Sonne geht langsam auf. So, hier seht ihr nochmal unsere Strecke. Ich habe zu dieser Linie keine Liniennummer gefunden. Scheint es irgendwie nicht zu geben. Ist irgendwie eine Expresslinie. Also 00 in dem Fall. Ne? Wir sind jetzt nochmal über Hannover, Osnabrück nach Amsterdam. So. Dann machen wir die Putze schon mal dicht. Ich denke, wir werden auch gleich losfahren können. Jetzt schauen wir mal. So, da ist unsere Strecke. Und wir schauen jetzt aber mal auf die Abfahrtzeit. Ist 7.02 Uhr. Okay. Jetzt kontrollieren wir mal hier alles. Das ist alles an. Das ist alles gut. Und richtig, wie es sein soll. Dann nehmen wir schon mal die Bremse raus. Dass wir hier gleich vom Acker kommen. So, und da wir jetzt alle eingeladen haben, machen wir auch gar nicht lange rum. Ja, jetzt warte doch mal mit dem Telefonieren, bis ich soweit bin hier. So. Jetzt springen wir die paar Minuten noch vor, bis zum Fahrtbeginn, damit wir hier wegkommen. So, wir starten die Fahrt und Ankunft in Amsterdam sollte gegen 17.53 Uhr sein. Ihr kennt mich, ich habe einen dynamischen Fahrstil, es kann
durchaus eventuell auch früher werden. Just saying. Oh, jetzt wird's hier aber neblig. Was ist denn jetzt los? So, jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier halt rauskommen. Schnell hier. So. Bin ich jetzt gerade eingenordet hier oder nicht? Egal, wir machen schon mal die Begrüßung an und da geht's los. Viel Spaß bei der Fahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Ich bin gerade am überlegen, ob ich den Sitz ein bisschen tiefer mache. Schaut doch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Das ist aber auch eine Suppe da draußen. And welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. Ja. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelts on. Okay, geht weiter. If the seatbelt is in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. Regnet das jetzt? Mach mir keinen Scheiß hier. Richtiges Schiedwetter hier. Magdeburg, wo geht das andere hin? Ja, wir müssen gerade weiter, okay. Genau. So, ich denke mal so 93, 90, das reicht. Ich glaube, wir werden trotzdem noch gut in der Zeit ankommen. So, 296 Kilometer ist schon eine kleine Strecke. Die Kollegen von der Streife sind immer mal ein bisschen vorsichtig. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen uns nach links einordnen irgendwie. Mal sehen, ob wir vor oder hinter den Kollegen hier kommen. Oh, komm, jetzt nicht beschleunigen, Alter. Junge, das ist knapp. Zum Glück hat der Kollege hinter mir mich reingelassen, ja? Sonst wäre das richtig knapp geworden. Die Navigation ist nicht immer ganz so optimal, aber generell macht sie einen ganz guten Job. Das könnte so ein VDL-Doppeldecker sein, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Also es ist auf jeden Fall kein Neoplan.
Wie leichter Unfall? Oder war. Ich habe den Rückspiegel jetzt nicht gesehen. So. Bleiben wir doch mal hier drüben. Da geht's schneller. Noch jedenfalls. Ja, jetzt in Dunkelheit sieht man jetzt auch nicht so gut den Verkehr im Rückspiegel. Jetzt kriegen wir hier schon mit 62 lang. Das geht natürlich nicht. Das ist mir ein bisschen too much hier. Und nochmal rüber. Also sonst kommen wir ja gar nicht weg hier. Drei Flixbusse unterwegs hier auf dem Fleck. Rein. Dass wir ja ein bisschen entspannter fahren können. Das Wetter gefällt mir aber gar nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ach Leute, was ist denn das wieder für ein Gekrieche hier? Haben wir so schön Tempomat drin. Schon ist wieder vorbei hier. So, weil wir gerade mal so schön unterwegs sind, wenn euch der Sinn eher nach ein bisschen Jagdfieber steht, seid ihr heute Abend ab 18 Uhr ganz richtig. Denn ab 18 Uhr gibt es heute wieder Way of the Hunter. Da geht es wieder auf die Jagd auf der neuen Karte. Und wenn ihr Lust habt, ich hoffe, ihr seid dabei. So, und natürlich alle Replays ohne Frist, ohne zeitliche Begrenzung findet ihr natürlich auf meinem YouTube-Kanal @peruplays1435 auf YouTube. Schaut mal vorbei, würde mich freuen, wenn ihr da auch ein bisschen Liebe lasst. So, aber das Abblendlicht, das hatte ich doch drin, oder nicht? Alter, wieso hatten wir. Wieso sagt mir keiner Bescheid? Wir fahren hier im Dunkeln. Leute, macht mir doch keinen Scheiß. Okay, die Sicht ist jetzt nicht wesentlich besser, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ja. Wir wollen ja gesetzeskonform und müssen ja auch gesetzeskonform hier durch die Gegend fahren. So, noch 250 Kilometer bis zu unserem ersten Halt. Das wird ein Tag Hannover sein. Das passiert mir immer beim Tempomat, deshalb finde ich es immer so ein bisschen fummelig mit dem guten Stück, dass man immer ins Kreuzmenü rein muss. In dem Moment achtet man natürlich nicht so wirklich auf den Verkehr. Deshalb versuche ich dafür immer so wie hier jetzt, so eine gerade Strecke zu finden. So, dann geht das meistens unfallfrei ab. Bei dem Wetter und der kurzen Sichtweite hier möchte ich eigentlich auch sowieso nicht schneller fahren. Immerhin haben wir ja Passagiere an Bord.
Ich hoffe, es klart noch ein bisschen auf. Jetzt haben wir schon 10.34 Uhr. Und, nee, aber noch nicht. Aktuelle Zeit ist 8.02 Uhr. Ja gut, ich hoffe, es klart ein bisschen auf. Sollte es jetzt... Ach, guck mal, jetzt seht ihr schon, wir haben wieder eine Punkt-2-Kontrolle am Start hier. Gut, dann müssen wir jetzt gleich mal schnell auf die nächste Raststätte uns checken lassen. Hilft ja nix. Der Arm des Gesetzes schlägt zu, unbarmherzig. Ich hoffe, alle Fahrgäste sind angeschnallt. Nicht, dass wir da noch so ein Bußgeld reingedrückt bekommen hier. So, da vorne stehen die Kollegen schon und warten auf uns. So, bitteschön. Herr Wachmeister, einmal checken bitte. Führerschein dabei, natürlich. Fahrzeugschein, check. Licht, check. Warndreieck, jawohl. Warnweste, check. So, Fahrgäste alle angeschnallt. 12 von 12, so ist brav. Tachograph ist auch in Ordnung. Das heißt, wir können einfach weiterfahren. Alles gut. So, hier wäre ein schöner Parkplatz für eine Rast. Die wir aber leider nicht machen können. Aus bekannten Gründen. Also geht's ohne weitere Verzögerung weiter Richtung Hannover. Wo das Wetter hoffentlich ein bisschen besser ist. Haben wir aber auch ein bisschen Wetter erwischt. Ich habe immer Glück mit dem Wetter, ne? Das ist irgendwie... So ein Fluch oder irgendwas, keine Ahnung. Aber bei dem Nebel muss man ganz schön aufpassen, um zu sehen, ob da nicht spontan vor dir noch Verkehr auftaucht. Ah, da vorne ist es eine Baustelle oder ein Ereignis. Ich weiß es nicht schon mal. Truck, der dürfte ein bisschen langsamer sein als wir. Mal sehen, ob wir da kurz rübersetzen können auf die Mittelspur oder ob wir ausbremsen müssen. Das wäre schade, weil jetzt sind wir so gerade schön im Fluss hier mit dem Tempomat. Ach, ich setze hier einfach rüber. So, komm. Was soll der Geiz? Bevor hier das große Bremsen wieder anfangen. Ah, die Kollegen von der Kontrolle wieder. Tag hier. Gute Fahrt. Ich muss noch darauf achten, dass ich in der Spur bleibe hier. Und auf der richtigen vor allen Dingen. Hallo? Wow, Kerle, das meinst du jetzt nicht im Ernst. Ja, wie richtig leben. Ich hab mal einwandfrei geschnitten hier. Ah, Mist. Jetzt wollte ich auf die linke Spur. Jetzt setzen alle auf die linke Spur, weil wegen der Fahrbahnverengung. Ach, Leute. Oha, da kommt sogar mal ein bisschen Sonne durch. Naja, immerhin hat es nicht geregnet. Man muss ja für die kleinen Sachen schon dankbar sein, ne? Ich bin ein bisschen zu dynamisch unterwegs. Ich werde jetzt gleich auch ein bisschen relaxter fahren. Ich will nur ein bisschen Zeit reinholen.
dass wir jetzt hier auch gleich den Rest der Strecke, die 140 Kilometer knapp, ruhig fahren können. Entspannt. Und da haben wir schon eine Baustelle. Super. Hab ich da einen Pylon abgeräumt oder was ist jetzt passiert? Alter! Unfall, Unfall, Unfall! Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Wo ich dann vorbei? Ja. Junge! Ein gutes hat das Ding, ne? Jetzt haben wir freie Bahn. Hihi. Junge, die KI, die treibt sie wieder vogelwild. Ausnahmsweise war ich unschuldig. Ich fahre heute ganz normal, finde ich eigentlich sogar. Soweit das mit einem Standard-Controller möglich ist. So, wir passieren gerade das Schild von Niedersachsen. Passieren gerade die Landesgrenze. Und haben jetzt noch 130 Kilometer bis Hannover. Dann können wir wieder. Wieso hat er jetzt den Tempomat nicht gegriffen? Ja. Solche Freezes übrigens, da können die Kollegen auch mal dran arbeiten, wo wir gerade beim Thema sind, ne? Wieso greift der Tempomat nicht? Hä? So, jetzt. Was war da los? So, da haben wir den freundlichen Kollegen hier. Oh, sind ungefähr gleich schnell unterwegs. So, schneller Blick auf die Tafel. Wir sind richtig, Richtung Hannover. Ich glaube, das ist sogar einer der längsten Streckenabschnitte, die wir auf dieser Tour haben. Zwischen Berlin und Hannover. So, noch ein Kollege. Oder ist es der Kollege, den wir gerade vor uns haben? Egal. Ich bleibe auf jeden Fall jetzt erstmal hinter ihm. Ich weiß nicht, ob wir am Kreuz Hannover nochmal abbiegen müssen. Oder davor. Was hätte er so rund 80, würde ich mal sagen, der Kollege? Können wir uns darauf einigen?
Ich glaube, sicherheitshalber so ein bisschen Abstand zum Kollegen halten. So, da sind wir unterwegs. Ne, wer das erste Mal zuschaut, sich wundert, warum ich hier so hackelig steuere. Ich mache es mit dem Standard-Controller. Leider nicht. Mit dem Wheel habe ich momentan leider nicht. Muss ich erstmal neu besorgen. Sobald ich ein solches habe, werde ich auch gerne natürlich mit Wheel steuern. Und dann sieht das Ganze natürlich ein bisschen glatter aus und perfekter. Aber jetzt muss es erstmal so gehen. Ich muss sagen, es geht erstaunlich gut mit dem Controller. Also besser als, was weiß ich, bei On-Road oder Truck Driver zum Beispiel. Ich bilde mir ein, dass die Lenkung besser reagiert als im Tourist Bus Simulator tatsächlich. Kann mich ja täuschen, aber es ist mein Gefühl hier beim Fahren. So, gerade kontrolliert, die Spur ist auch noch richtig. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen wir nämlich kurz Richtung Bremen abbiegen. So, genau. Jetzt müssen wir nochmal wechseln. Auf die Autobahn Richtung Frankfurt. So, aber wir werden auch gleich abfahren. 33 Kilometer, das kann nicht mehr so lang dauern. Deshalb werde ich jetzt auch den Tempomat nicht mehr anschmeißen. Das lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Da müsste gleich schon die Abfahrt kommen. Ich denke, wir werden einmal kurz auf der Autobahn runterfahren, die nächste Abfahrt gleich wieder runter. Ja, da sehe ich schon die Abzweigung. So, schnell Blick auf die Zeit. 9.39 Uhr Ankunftszeit in Hannover. Sollte 10.34 Uhr sein. Ich habe das Gefühl, wir kommen da sehr gut mit hin. Sehr, sehr gut.
So, da sind wir schon. Vor den Toren von Hannover geht es hier noch mal, ja, ich würde sagen, bei Landstraße wahrscheinlich hier jetzt. Natürlich. So, wir haben mal ein bisschen davor, dass Sie die Ampel noch sehen. So, jetzt hat wieder die Kameraperspektive gewechselt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob und wann sie wechselt und wieso. Ich weiß es nicht. Aber gut. Ich würde jetzt auch nochmal das Design von dem Modell hier zeigen. Aber ist okay. Kann man sehen. Sehen wir auch gleich noch, wenn wir am Busbahnhof ankommen. So, hier ist immer noch Jahrmarkt. Ihr seht das da vorne, das Riesenrad. Haben wir auch das letzte Mal gesehen, als wir hier durchgefahren sind. Ja, dunkelgelb. Aber kein Strafzettel. Hat keiner gesehen. Oh, hier geht's sogar auf 50 runter. Sehr merkwürdig hier mit der Kamera, sehr merkwürdig. Ich hoffe, das wird auch noch gefixt mit einem der nächsten Patches. So, damit sind wir schon im Stadtbereich von Hannover. Ich weiß nicht, muss ich jetzt wechseln? Ja, ich muss schnell die Spur wechseln. Natürlich. Auch nur, damit ich rot bekomme. Okay. So, jetzt müssen wir doch hier in die Außenansicht gehen. Das hilft nichts. Hier im Mioplan sehe ich so die obere Ampel nicht. Da ist sie. Ja, jetzt sind wir eine gute Dreiviertelstunde unterwegs. Von Berlin nach Hannover. Knapp. Das waren so ungefähr 320 Kilometer, dass man das mal so als Anhaltspunkt hat. Also auch wenn natürlich die Streckenabschnitte hier stark verkürzt sind, man fährt schon eine ganze Zeit, wenn man so quer durch Deutschland oder sogar quer durch Europa natürlich fährt. Da kann man schon ein paar Stunden hier verbringen. Da, da vorne rechts, das könnte ja doch schon sein, oder? Der Busbahnhof. Schauen wir mal. Hannover kenne ich mich nicht so aus. Das war nie so meine Stadt. Auch nicht, als ich noch im Norden gewohnt habe. Ich fand Hannover auch nicht so wirklich schön. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber schön war das nicht.
So, da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Busbahnsteig erwischen. Oder Bussteig, wie man so schön sagt. Da ist er. Gut, da brauchen wir gar nicht lange suchen. Das ist gut. Guti. Haben wir doch den ersten Halt. Relativ gut geschafft, finde ich. Auch ohne Zwischenfälle. Das nehme ich doch mal als positives Zeichen hier. Jo, dann lassen wir die Leute mal ein- und rauschecken hier. Vielleicht hat der Papa selber auch noch kurz Zeit für eine kleine Mini-Pause. Aber jetzt checken wir erstmal die Passagiere ein. So, Osnabrück. Bitteschön. Wo darfst du gehen? Auch nach Osnabrück. Braucht noch ein Ticket. Gut, kriegst du, mein Junge, kriegst du. So, das ist Osnabrück. So, der nächste bitte. Amsterdam, bitteschön. Amsterdam. Osnabrück. Bis jetzt passt alles hier. Keiner da nach Kathmandu will oder zum Scherze. Osnabrück. Osnabrück. So. Schauen wir mal. Einer ist noch ohne Ticket. Bitteschön. Guti. Haben wir das Thema schon mal abgefrühstückt hier? Also er aktualisiert auch, das finde ich übrigens ein nettes kleines Detail, er aktualisiert auch immer zwischendurch die Haltestellen, die wir schon passiert haben. Das heißt, wenn wir jetzt Hannover verlassen haben, wird dann auch nur noch Osnabrück dastehen als weitere Station. Nettes kleines Gerücht. Ups. So. Schauen wir uns mal ganz kurz den Fahrplan an. Wann geht es hier weiter? Um 10.34 Uhr. In einer guten halben Stunde. Die warten wir jetzt natürlich nicht. Aber ich gönne mir jetzt ganz kurz eine Pause zur Lungen- und Rachenpflege. Nein, ich muss auch was trinken hier zwischendurch. Mal schnell. Aber in der letzten Zeit mal so einen trockenen Rachen hier. Das ist immer doof, wenn man dann länger redet. So, Moment. Solche Details funktionieren, weißt du? Und die wirklich wichtigen Sachen, naja. So, wie viele Fahrgäste haben wir jetzt eigentlich mal? Machen wir mal eine kleine Inspektion. Was haben wir denn hier? 2, 3, 5. Das ist keine Menge. 5. Gehen wir mal da vorne an. Ist ja nie wirklich voll der Bus, das wundert mich. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 müssen das sein. 17 arme Seelen, die das Gottvertrauen haben, dass ich sie heilen nach Osnabrück bzw. Amsterdam bringe von hier. Wieso sind denn die Bildschirme nicht an? Moment mal. Fällt mir gerade auf. Was ist da los? Es gibt doch abends eine Bewertung hier. Nee, ist an. Der ist nicht an. So, komm. So, so soll das. Tut mir leid, Jungs, Mädels. Hab ein bisschen geschnorcht. Da ist die Anzeige. Gibt ja sowieso eine Durchsage. Ne? Also, ja. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Augenblick Zeit. Da bin ich auch gleich bereit hier für die Ab- und Weiterfahrt.
Bus-Simulator 21 ist ja auch ein Thema bei uns hier. Ich hatte es im letzten Stream schon mal ganz kurz angesprochen. Am 23. Mai, bitte vormerken, liebe Fans vom Bus-Simulator, gibt es ein kostenloses Upgrade, nämlich auf XS-Version. Das heißt, wir kriegen eine abgelevelte Version sozusagen. Nicht nur das, ist ja nicht nur optisch optimiert, sondern es gibt, wenn ich das richtig gelesen habe, eine neue Gratiskarte dazu. Und wahrscheinlich auch neue Liveries. Dürfte also ganz spannend werden, also vormerken, Kalender, 23. Mai, sofern ich da Zeit habe und was machen kann, werde ich auf jeden Fall auch einen Stream raushauen. Aber ich glaube, bis dahin muss ich die Festplatte mal ein bisschen aufräumen. Hier, momentan mit Simulatoren voll, ihr wisst das selber. Wir haben den Flight Simulator momentan in Arbeit, wir haben den Bus Simulator, wir haben den Fernbus Simulator, Trains in World hatten wir gestern und noch vieles mehr. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Oder ich brauche jetzt tatsächlich doch noch eine interne Speichereinheit. Ja, muss ein bisschen sparen. So. Ja. Jetzt haben wir genug gewartet hier. Ne? Kommt auch keiner mehr. Springen wir mal bis eine Minute vor Abfahrt. Und dann geht es ja auch gleich weiter. Also 10.34 Uhr ist Abfahrt. Ich gebe hier schon mal das Okay. Melde mich bei der Zentrale, dass ich jetzt gleich abfahre. Und dann ist alles gut. So, wir haben 35, um 36 fahren wir ab. Ich warte jetzt noch kurz, ne? Es gibt ja immer so die Typen, kennst du auch, ne? Die kommen immer so auf die letzte Sekunde, halten den ganzen Laden auf, ne? Aber ich bin ja gutmütig, ich warte. Bis auf die Minute. Dass keiner sagen kann, der Olle Peru ist vorher losgefahren. Ich hatte jetzt ganz ehrlich, bis ich das Spiel jetzt wieder gespielt habe, ich hatte das mit diesen Rasten gar nicht so in Erinnerung. Ich weiß nur einmal, ich bin einmal eine längere Strecke tatsächlich mit einem Flixbus gefahren. Da ging es wirklich quer durch Deutschland. Ich glaube, von Hamburg nach München oder irgend sowas. Nee, von Hamburg nach Frankfurt. Da ist auch Rast angesagt. Da haben wir auch wirklich auf so einem unglückseligen, wirklich, da war gar nichts. Ne? Also war nur Parkplatz, sonst nichts. Du konntest gerade mal auf Toilette gehen. Es gab da nichts so weiter zu essen oder zu trinken. War ganz böses Faul. Ja, da hocken wir dann erstmal eine halbe Stunde oder Stunde, weiß ich jetzt gar nicht mehr fest, weil der Fahrer eben halt die Pause machen musste. Ja, so ist das eben halt mit dem Fernbusverkehr, ne? Hatte ich so jetzt, wie gesagt, ganz vergessen, bis ich das hier wieder gespielt habe. Von mir aus müssten diese Rasten auch nicht sein. Als Mitfahrer, als Passagier fand ich es auch übel, weil ich wusste gar nicht, was ich in der halben Stunde oder Stunde machen sollte da. Weil da war wirklich gar nichts. Und ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt im Spiel gebraucht. Aber wenn es schon drin ist, dann muss es natürlich funktionieren, ne? So. Nächster Halt ist Osnabrück. Das sind nur 160 Kilometer. Ich glaube, Amsterdam wird dann doch nochmal so ein kleiner Brocken. Eine längere Distanz. Ups, ich bin hier ziemlich fetzig unterwegs hier wieder. Ich muss auf das Tempo immer achten hier. Ich neige immer dazu, die Geschwindigkeit leicht zu übertreten. Ganz leicht. Also so 10 bis 20 km/h. So, bevor wir gleich auf der Autobahn sind. 160 Kilometer, sie sind eigentlich ganz schnell runtergerockt. Ich denke mal, bis wir da auf der Autobahn sind, sind es nur noch 140, 150 Kilometer. So, können wir schon mal gucken. Ist ein bisschen unscharf, das Schild hier. Links ist, glaube ich, Richtung Berlin. Das obere kann ich jetzt leider noch nicht lesen. Da hat jemand von euch ja richtig gute Augen und kann das lesen. Ich kann es nicht. Ja, ich wäre mit euch gerne die Strecke Richtung oder durch Luxemburg gefahren. Aber bekannterweise gibt es da ja auch noch Probleme. Es wird davon abgeraten, diese Strecke anzufahren. Also lasse ich das auch, weil ich habe weder Lust, mich mit einem nicht funktionierenden Navi planlos zu verirren. Oder alleine oder vielleicht sogar mit dem Bus aus allen Wolken zu fallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hatten wir ja hier auch schon
in einem Stream. Nee, muss nicht sein. Deshalb verschieben wir das so ein bisschen. Das heißt, wir kommen auch damit nicht nach Paris, weil die Tour führt dann durch Luxemburg. Schade. Wäre ich jetzt schon gern gefahren. Eiffelturm gucken und so, ne? So, habe ich doch ganz gut geschätzt, ne? Jetzt haben wir gleich die Autobahnabfahrt. Und wir haben 146 Kilometer bis nach Osnabrück. Gut geschätzt. So, und schon sind wir wieder auf der Autobahn. Das dürfte jetzt relativ schnell gehen. Je nach Verkehrslage natürlich, aber eigentlich sollten wir ruckzuck in Osnabrück sein. Habe ich die Leute schon begrüßt hier? Nee, ne? Aber gleich. Bevor es vergessen, ne? Bisschen spät, ne? Aber besser spät als nie. Sonst kriege ich das wieder abgezogen hier. Ja. Wieso dürfen die anderen so schnell fahren und ich nicht? Ja, stehen wir jetzt hier auf der Autobahn oder was ist hier los? Hallo, komm, also, das hilft dir. Da wegkommen. Ah, jetzt geht's weiter. Ich wollte schon rübersetzen auf die rechte Spur. Alter, jetzt muss ja mal hier Ende Gelände sein. Das ist eine Endlos-Baustelle hier. Thank you.
Gott sei Dank. Boah, 80, Leute, im Ernst. Ah, du ahnst es nicht. Ich habe schon gesagt hier, ne? 150 Kilometer schnell runtergerockt. Also wenn die hier uns hier so runter drosseln die ganze Zeit, wird das nix. So, jetzt aber. Du solltest eine Pause einlegen. Ja, das wäre der Punkt, an dem wir an die nächste Raststätte ranfahren würden. Was wir aber natürlich nicht machen. Da wir diese Fahrt ja auch beenden wollen irgendwie. Machen wir das natürlich nicht. Aktuell jedenfalls nicht. Ah, jetzt wo ich gerade Tempomat anmachen, kommt diese doofe Kurve her. Ach. Ich finde das nicht gut gelöst mit dem Tempomat mit der Tastenbelegung. Ärgert mich immer wieder. Man gewöhnt sich nie so ganz dran. So. So, komm ran da. Wir müssen rüber. Fast jetzt vor Gesappel die Ausfahrt verpasst. Ah, scheint uns jemand so leicht hinten drauf gefahren zu sein. Sorry. Ups, hallo Kiesbett. Ja, heute hakelt es mal wieder so ein bisschen. Mit dem Patch soll übrigens auch eine feste Framerate kommen von 30 Frames per Second, also konstant. Aktuell haben wir hier das noch so ein bisschen schwankend. Aber aus Performance-Gründen wahrscheinlich, um solche Freezes auch zu vermeiden, wie wir sie jetzt ab und zu mal hatten, oder sie zackeln, wird es dann zurückgesetzt auf 30 Frames. Ist für mich auch völlig okay. Kann man mitleben. So, Ankunft in Osnabrück geplant für 13.18 Uhr. Aktuelle Zeit ist 11.41 Uhr. Wir sind noch gut 55 Kilometer entfernt. Sollte locker machbar sein. Ja, wir werden, glaube ich, sogar deutlich früher ankommen, weil die Rast fehlt, die wir eigentlich zwischendurch hätten machen müssen. Ich weiß nicht, wie lang die in der Regel ist, aber ich glaube, es ist eine Stunde auf jeden Fall. Ich denke mal, dass wir fast eine Stunde zu früh ankommen werden. Schätze ich jetzt mal. Ich habe mich mit den Rastpausen ja noch nicht so beschäftigt. Wir können ja gleich mal reingucken in den Fahrplanverlauf. Jetzt haben wir eh rot, da können wir das mal kurz machen. So, lass mal gucken. Nee, 15 Minuten nur jeweils. Ich dachte, das wäre mehr. Also unser Rast, den wir live gemacht hatten, mit der reellen Fahrt, da war das doch länger als eine Viertelstunde. Das war mehr. Da sind wir aber wirklich verdammt früh dran. Gut, wir haben noch 50 Kilometer vor uns. Und das alles hier im Stadtverkehr ist mit 50 km/h. Dann könnte es sogar sein. Aber gut, ich denke, wir werden trotzdem eine
halbe oder auf jeden Fall eine Viertelstunde früher ankommen. Weil wir waren ja jetzt eigentlich recht zügig unterwegs. Auf der Autobahn ging es auch relativ gut voran. Schauen wir mal. Ja, und so geht's weiter. Unsere Tour ist in Berlin gestartet. Hannover haben wir schon bereits hinter uns gelassen als Zwischenhalt. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Osnabrück. Und von da aus geht's dann weiter nach Amsterdam. Eine Original-Flixbus-Strecke. Und wir fahren mit dem guten alten Neoplan. Immer eine Freude, das gute Stück zu fahren. Also mir schläft hier der Finger ein, ich stelle mich auf den Pomat. Ach komm jetzt! Jetzt stehe ich auf der Pomade, jetzt können wir wieder 100 fahren, Leute. Ihr wollt mich doch verkohlen hier. Neuer Versuch mit dem Tempomat. Ups. Ja, okay. Sollte ich lieber lassen in der Kurve hier. Wundern, dass gerade so geruckelt hat bei dem Steuern. Ich habe gerade versucht, mal hier den Tempomat hochzuschalten. Funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ist okay. Wir sind gut in der Zeit, da können wir zwischendurch auch mal ein bisschen gemütlich fahren. Ja, auch nur noch rund 20 Kilometer, also insofern haben wir alle Zeit der Welt. So, das dürfte das Ortsschild sein, oder? Ja, Osnabrück. Da sind wir. Witzigerweise haben wir jetzt wieder unsere Originalkameraeinstellung zurückbekommen. Fragt mich nicht, woran das liegt, Leute. Keine Ahnung. Setzen wir mal ein bisschen vor hier.
Aber ich glaube, mit der Ankunftszeit habe ich ganz gut eingeschätzt. Halbe bis Viertelstunde, irgendwo dazwischen werden wir früher ankommen. Ja, sorry wegen den Pauseneinblendungen, da kann ich leider nichts gegen machen. Ich würde es ja unserem Fahrer auch gönnen, also mir. Aber es geht leider nicht. So. Und hiermit entern wir das erste Mal jungfräulich, sozusagen Osnabrück. Hiermit freigeschaltet. So, Bremse rein, Leute rein und raus, ab geht's. So, erstmal absenken hier. Das hat doch ganz gut geflutscht. Gut geparkt haben wir auch hier, guck mal. Na gut, hier vorne ein bisschen knapp, ne? Aber ist okay. Kann man mitarbeiten. So. Dann arbeiten wir das Feld diesmal von hinten auf. Stamm, einmal die Dame, bitte. Richtig, die heute alle stehen. Vorbildliche Fahrgäste heute. Bis jetzt kein einziger, der sich irgendwie falsch hier hingestellt hat. Vorbildlich. So kann man arbeiten. So. Ist raus. Wer kommt noch mit? Jawohl. Jawohl. So, noch jemand hier ohne Fahrschein? Ich meine es wörtlich. Nö. So, und hier sieht er jetzt auch, was ich vorhin meinte. Er hat jetzt hier die Fahrzeuganzeige auch aktualisiert. Nee, diesmal nicht. Hä? Also bei der letzten Tour, die ich gefahren bin, hat er die Haltestellen, die wir schon abgefertigt haben, nicht mehr angezeigt. Gut, da habe ich mir das eingebildet. Ich weiß. Na gut. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Also wirklich wir, ihr und ich auch. Weil wir sind ein bisschen früh da. Ich werde jetzt die Pause auch ein bisschen kurz nutzen. Kurz mir was zu trinken holen für die letzte Teilstrecke hier noch, dass die Stimme geölt ist. Jetzt gucken wir mal erstmal, ob wir den Bus jetzt mal voll gekriegt haben. Ich finde es immer schade, dass die Busse nicht voll werden hier. Na, guck mal, hier haben wir jetzt hier unten gerade mal... Hier ist auch noch einer, ne? Ja, zwei... 4, 5, 6. So, was haben wir hier? 7, 8, 9, 11, 12, 13. Ist da noch immer? Nee. 15, 16, 17, 18, 19 Leute nur. Für so eine Strecke. Ein bisschen wenig, ne? Finde ich. So, ich nehme mal kurz den Blinker hier raus, weil der nervt mich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen. So, schauen wir mal ganz kurz hier in das schlaue Bordsystem auf dem Handy. 12.29 Uhr haben wir, Abfahrt um 13.18 Uhr, Leute. Wir sind richtig fett in der Zeit. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich die Rast nicht gemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt nach Osnabrück normalerweise auch nochmals eine Rast. Ja, aber da wir die nicht machen, ich denke mal auch in Amsterdam werden wir relativ früh ankommen. Das gibt dann wieder zwar Bonuspunkte für die frühzeitige Ankunft, aber natürlich
werden sie uns das auch wieder abziehen, ne? Ist klar. Also Strafe wegen nicht eingehaltener Pause und so. Ich hoffe mal, dass uns auch keine Polizeistreife anhält, unsere Fahrzeit kontrolliert, weil dann haben wir auch ein Problem. So, wir spulen mal vor. Ich will euch jetzt natürlich auch nicht quälen. Ne? Wir fahren weiter. Wir spulen wieder vor, eine Minute vor Abfahrtszeit. Melden uns kurz bei der Zentrale, dass wir die... Ach, guck mal, das geht jetzt nicht. Guck mal, das ist wieder so ein Beispiel, wenn ihr die Rast nicht macht, ne? Dann ist irgendwie mal vorbei mit Fahrtstarten. Könnt ihr nicht mehr übers Handy, weil da würde jetzt die Rast kommen, ne? Normalerweise. Kommt ja aber nicht. Guti. Blick auf die Uhr. 19 nach, 20 nach geht's weiter. Nehme ich schon mal die Bremsen raus hier. Habe ich sonst alles hier wieder dicht gemacht? Jawohl. Wir können eigentlich auch hier mal die Gepäckluken verriegeln. Nicht, dass uns bei der Fahrt was rausfällt, wäre peinlich, ne? Das wäre richtig peinlich. Was mir auffällt, tanken musste ich auch noch nicht. Ich weiß auch bis heute nicht, ob ich da eine Aufforderung kriege oder ob ich irgendwo gucken muss. Werden wir rausfinden. Wenn wir irgendwo hier auf dem Weg auf Amsterdam dann liegen bleiben, irgendwo da zwischen Osnabrück und Amsterdam, dann wissen wir Bescheid. Da gibt es keine Anzeige. Obwohl der Neoplan, der Tank, der müsste groß genug sein, dass er voll tanken kann für die Strecke. Wir kriegen das gute Stück ja voll getankt immer zur Abfahrt. So, 20 nach. Wir starten die Ansage diesmal gleich. So, und ab geht's. Bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid. Und ab geht's. Gemeinsam unser heutiges Boah! Junge, ich hatte den Blinker draußen. Hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. So ein Rüpel. Während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter. So, damit machen wir uns auf die letzte Etappe. Da kommt nochmal so ein richtiger Happen auf uns zu. 353 Kilometer bis Amsterdam. Ankunft laut Fahrplan 17:53. Wie gesagt, da wir auch wieder die Pause, die Rasten ausfallen lassen müssen, wird das deutlich früher werden. Wenn jetzt nichts wirklich was dazwischen kommt. Aber sonst wird es deutlich früher. The seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. If you would like to ask the internet for your time, simply log on to our onboard website network. If you want to announce your product, many of our sites are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback. Use it to share your suggestions, ideas, and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Genau.
Marple hat man nochmal ganz schön Streckenbrocken hingeworfen gekriegt mit 350, 360 Kilometer knapp. Aber die rocken wir weg. Ist die letzte Etappe hier auf der Fahrt. Also für die letzten 350 Kilometer haben wir so ungefähr 40 Minuten, 45 Minuten gebraucht. Wie im richtigen Leben hängt das auch so ein bisschen mit der Verkehrslage hier zusammen. Beziehungsweise wie die KI hier vor sich hinfährt. Oder auch nicht. So, ready to go. Ab geht's auf die Autobahn. Okay, da müssen wir ein bisschen drauf warten. Das Tempo passt einigermaßen. Jetzt machen wir hier ein Tempomat rein. Und los geht's. Die letzte Etappe. Jetzt beschleunige ich der, wo ich auf die linke Spur gezogen bin. Das ist wieder Klassiker. Junge! Alter Schwede! Ihr macht mich fertig. Ein bisschen hackelt, dann wird's kritisch, ne? Da muss ich auch mal aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme hier. Sowas kann er schon ein bisschen ablenken. Ganz nonchalant drüber gezogen auf die linke Spur. Hat keiner gesehen, oder?
Ach so, aufgeräumt kannst du auf der Autobahn ruhig bleiben. Da kommen wir natürlich jetzt richtig schnittig durch. Gut, ich bin ziemlich sicher, dass es nicht so bleiben wird, aber man darf ja mal ein bisschen träumen. Wir haben ja noch ein kleines Stück vor uns hier. Suderlim. Ja, ist das ein bisschen relaxen, können wir uns wieder ein bisschen unterhalten. So, ja, der anstehende Patch. Dazu gab es ja einige zusätzliche Informationen von Fabian Bolles. Es ist angedacht. Angedacht. Also es ist kein fester Plan, offensichtlich noch nicht. Dass noch weitere Länder kommen sollen, also eventuell auch andere Maps. Ich hatte schon mal angedeutet, Flixbus fährt ja mittlerweile nicht nur in Europa, sondern mittlerweile auch in den USA. Da hat man ja da die legendäre Greyhound-Linie aufgekauft. Da fahren jetzt tatsächlich die Flixbusse. Und es wäre natürlich eine richtig feine Sache, eine richtig fette Sache, wenn man mit dem Flixbus durch die USA fahren könnte. Ganz einfach allein deshalb, das ist eine ganz andere Landschaft, andere Fahrzeuge, ganz anderes Fahrgefühl. Würde ich mich natürlich freuen. Ich bin natürlich gespannt, wie sie das oder ob sie es überhaupt umsetzen und wenn ja, ob wir dafür in die Tasche greifen müssen und wenn ja, wie viel. Also TML ist ja leider dafür bekannt. Ich sag jetzt mal, ich mag das Spiel, weil die Preise sind unverschämt für DLCs. Ne? Also wenn ihr euch erinnert, jetzt hier Tourist Bus Simulator für 3 Busse oder so, was war das? 15, 20 Euro irgend sowas? Finde ich viel. Finde ich richtig viel. Also wenn man einen Vergleich sieht, Bussimulator, qualitativ, mindestens genauso gut die Busse, da kriegst du 3 oder 4 Busse für 8 oder 9 Euro. Ne? Das macht einen Unterschied. Also da ist TML schon preismäßig leider recht weit vorne. Deshalb finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass die DLCs ja jetzt noch verschoben worden sind für den neuen Patch. Natürlich werde ich mir den einen oder anderen Bus holen, der bei mir auf der Wunschliste steht, aber wie gesagt, die Preise finde ich nicht okay. Ist zu viel. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. So sehe ich das Game mag. Ja, bleibt natürlich abzuwarten, wie das mit anderen Ländern oder Maps vielleicht sogar aussieht, die noch released werden. Was uns da erwartet. Auch preistechnisch natürlich. So, ich schere mal kurz wieder rechts ein. So, bislang kommen wir gut voran. Wir fahren auf der Autobahn 1. Wir sind schon in den Niederlanden. Und haben noch, ja, rund 220 Kilometer vor uns. Unser Ziel ist Amsterdam. Losgefahren sind wir von Bremen über Hannover und Osnabrück. Da sind wir jetzt auf dem Weg zu unserer Endhaltestelle Amsterdam. Und wenn euch die Busvideos hier gefallen und natürlich auch alle anderen Videos auf dem Kanal, hey, lasst ein bisschen Liebe da, zeigt, dass ihr darauf steht. Lasst ein Like da, ein Follow, wenn ihr wollt, vielleicht sogar ein Abo. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür, für deinen Support im Voraus.
Ja, Pause. Wie gern hätte ich die gemacht. Auch auf der linken Spur. Junge, Junge, Junge. Irgendwie völlig verrückt. So, ich gehe mal nach links. Ey, da musst du richtig aufpassen heute mit der KI. Jetzt heute wieder in sich. Also die machen hier Spurwechsel, unglaublich. Schlimmer als ich noch. Ich habe ja lieber ein bisschen Abstand. Ich traue den Kollegen KI hier nicht. So, 140 Kilometer noch bis Amsterdam. Ist das schon unsere Abbiegung? Nein. Okay.
Mal das Sonnendeck ein bisschen runter machen soll, ne? Naja, jetzt geht's einigermaßen wieder. Jetzt ist das Schlimmste eh schon durch. Die Sonne geht hier eh bald unter. So, jetzt mal ein bisschen die Beschilderung hier im Auge behalten. Hier sind wir richtig, okay. Ich hasse diese Mauern an der Seite. Macht mich immer so ein bisschen nervös. Euch auch? So, wir fressen die Kilometer hier nur so weg. Etwas über 100 Kilometer nur noch bis nach Amsterdam. Ist eine schöne Tour, muss ich sagen. Also ich werde die auf jeden Fall bei Zeit nochmal retour fahren. Die Gegenfahrtrichtung. Für heute soll uns aber die einfache Fahrt reichen. War ja auch schon ein bisschen unterwegs, ne? Fahren die wieder normal, als wäre nichts gewesen wäre. Eben stehen die noch auf der Bremse. Da war gar nichts. Ja, wirst du wohl. Gerle. So, Amsterdam. Okay, ich soll mal so ein bisschen weiter nach rechts kommen hier. Hinter den Kollegen. Also das meinte ich wirklich bis zum Stehen fast runterbremsen für die Kurve. Boah! Leute, da ist doch nichts. Da ist doch nichts. War völlig unnötig jetzt. Na gut.
Ich bleib jetzt erstmal hinter dem Kollegen hier. Auch wenn er ein bisschen komisch fährt, halten wir ein bisschen Abstand. Dann geht das. Bremst der schon wieder runter? Was ist denn mit dem Kollegen Lux hier? Ich überhole mal lieber, bevor er noch wieder ins Bremsen kommt und ich hinten bei ihm auf dem Heck hänge. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Junge, das ist auch ein Hin und Her hier. So, 36 Kilometer. Unaufhaltsam nennen wir uns unser Ziel hier. Jetzt geht's fix. Na, da hab ich verlenkt hier. Leicht touchiert hier. Vielleicht nochmal. Entschuldigung. So, jetzt sollten wir gleich in den Stadtbereich von Amsterdam einfahren. Müssen wir aufpassen, hier gibt es wieder Ampel, Mensch. Eine Delle zu ziehen. Eine weitere Delle, sagen wir es mal so. Ah, die haben hier teilweise einen Straßenbau, der ist nicht mehr christlich. So. Auf den Bordstein rauffahren hier. Okay.
Gudi, 4 Kilometer, gleich haben wir es. Noch ein, zwei Ecken, dann haben wir die Endhaltestelle erreicht. Das haben wir ja noch gar nicht erlebt hier. Eine grüne Welle. Ausgerechnet in Amsterdam jetzt. Okay, da direkt vor uns müsste schon eigentlich der Busbahnhof sein, wenn ich mich nicht täusche. Von der Geschwindigkeit runter, weil da werden wir wahrscheinlich gleich wieder 30 nur fahren dürfen. Schätze ich mal. Uiuiui. Jetzt fast hier. Passt die alte Stelle. Die haben sie aber doof da hingesetzt. Naja, gut. Egal. Wir sind angekommen. Et voilà. Zack. Runterfahren. Türen auf. So, alles aufsteigen bitte. Hallo? Ach, ich hatte die ja verriegelt. Entschuldigung. Müssen wir natürlich aufmachen. Moment. Ich hatte die ja verriegelt. So. Bin auch wieder zu Fuß hier mit dem Kopf heute, ne? So. Gibt so Tage. Jawohl, ja. Guck mal, jetzt haben wir hier noch einen schönen Blick auf die Amsterdamer Grachten mit ihren wunderschönen Schiffen. Einen schönen Sonnenuntergang kriegen wir auch noch präsentiert. Mehr geht gar nicht in einem Stream eigentlich, oder? Mehr geht doch gar nicht. Und hier haben wir unseren wunderschönen Bus. Und mit diesen wunderschönen Bildern aus Amsterdam verabschiede ich mich von euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal wieder vorbei. Würde mich freuen. Um 18 Uhr geht es hier weiter. Nämlich mit der Jagd. Es gibt wieder Jagdfieber hier auf Peroplays. The Way of the Hunter. Ab 18 Uhr hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.